Servus Leute, ich bin der Jonas, neues Video auf meinem Kanal und heute bin ich gerade unterwegs, dreht gerade hoch, eine kleine Hometrail-Runde, ist irgendwie mega komisches Wetter. Vor 3 Tagen hat es noch 10 Grad gehabt, heute hat es minus 1, deshalb bin ich auch so dick eingepackt. Ja, ziemlich komisch. Ich guck mal, was auf den Hometrail zu geht, war da jetzt schon ein paar Tage nicht mehr. Ja, es hat gestern komplett durchgeregnet. Das heißt, ich ahne Böses im Wald, dass es dementsprechend nass und dreckig wird. Ja, mega komisches Wetter. Ich bin allein unterwegs. Heute ist Montag, ich habe frei, habe das ganze Wochenende gearbeitet. Deshalb geht es jetzt Radfahren und euch nehme ich ein bisschen mit. Habt den Chestmount dabei. Schreibt mal drunter, wie euch die Clips gefallen. Und jo, jetzt geht's los. Bis später. Tschüss. So Leute, erster Trail, der Info ist offen, los geht's. Oh, so muddy ist es gar nicht. Also wir zumindest noch nicht. Geil. So. So Leute, nächster Trailabschnitt. Hier ist es teilweise sogar ein bisschen gefroren. Zu meinem Vorteil. Oh, da war slippery. Muddy. Okay, hier ist ein Ast. So, nächster Abschnitt. Eigentlich geht der Trail anders weiter. Aber auf dem anderen Teil ist es hundertprozentig. Wow, Alter, shit. Okay, das sind viele gefahren am Wochenende. Irgendwas hängt vorne in meinem Rad. Boah, jetzt komplett Zule. Krass. Shit. Oh, shit, voll ins Wasser. Ja, voll umjump. Ich hoffe, ihr seht noch was. Oh Gott. Kurze Unterbrechung und kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich gesehen, dass 75% meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Und ich würde mich mega freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das unterstützt mich in der nächsten Zeit, weiter coole Videos für euch zu produzieren und weiter coole Projekte euch zeigen zu können. Ich würde mich mega drüber freuen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß dir. So Leute, ein zweites Mal oben. Nächster Trail. Hier oben ist es wieder so ein bisschen angefroren und unten bestimmt wieder komplett muddy. Ja, hier ist es. Ihr hört es noch zu reifen. Ein bisschen gefroren. Und immer weicher nach hier unten. Genauso wie ich mir jetzt gedacht. Hier muss ein bisschen Hinterrad verfetzen. Aber easy. Ja, was Wasser gestanden. Jetzt geht es über den Weg. Und ganz links anfahren die Kurve. Und dann hier reinhacken. Juhu. So. Das ist ein bisschen sketchy hier. Über den Baumstamm. Über den Baumstamm kommen auf jeden Fall. Bisschen Bunny Hop, Technik, Sprung, ins Flat, hier runter, so, den dürftet ihr von gerade kennen, schauen wir mal ein bisschen Shortcuts hier, kurz, oh. Der Baum hat meine Bremse gezogen, Leute, hier, da bin ich dagegen gefahren, der hat gebremst, geil, macht auf jeden Fall trotzdem einigermaßen Laune. Schade, dass ich allein bin. Zu zweit wäre es wesentlich witziger, aber das ist halt so, wenn man am Wochenende arbeitet. Meine Freunde, das habe ich vorher schon leer gefahren, die Pfütze. In der nächsten wird sicher noch was drin sein. Jo. Also wie gesagt, oben ist echt geil zu fahren und hier unten ist komplett rutschig, aber egal. Macht trotzdem Laune. So Leute, nächster Trail, das war eigentlich mal unser Single Trail, aber die Jungs haben da jetzt mittlerweile ganz schön was reingestellt.
Und hier so ein Bach am Rhein, das haben wir gebaut hier. Hier oben entlang. Wow, geil. Alter, Bikepark-Strecke hier. Wow. Oh, das hält wirklich hier. Geil. Alter Scheiß. Oh, da sind ein paar Leute ganz schön gerutscht. Egal, ich riskier's. Ich bin nicht hochgekommen. Hilfe. Ist doch ein bisschen hartmatschig da unten. Ich zeige euch das gleich mal. Ich gehe hier mal hoch. Irgendwie. So. Hier irgendwie hoch. Okay, geschafft. So, Leute. Da seht ihr, was mich gerade gekillt hat. Und zwar die Rad hier. Komplett aus Flammen. Also, eigentlich fährt man von da oben runter. Oder bin ich gerade auch? Sag mir's mal so. Von da oben runter. Fährt hier durch die Senke durch. Und dann da wieder hoch und kann da oben ein bisschen abspringen. Aber hier steht so hoch der Matsch, dass man das komplett vergessen kann. Also ich habe es gerade erstaunlich weit eigentlich hoch geschafft, hätte ich nicht gedacht. Hat trotzdem geklappt. Aber hier bin ich dann irgendwo kurz vor diesem Baumstumpf da weggeslippt. Und dann war es vorbei. Kann man kaum laufen hier. Genau. Hier springt man eigentlich ab. Und kann dann da oben landen. Ist ganz geil. Ja, ich würde sagen, wir fahren weiter. Man hat auf jeden Fall Laune gemacht. Und weiter geht's. Ich filme den Himmel. Ludel. Ja, Leute, mein Rad sieht auf jeden Fall auch schon gut aus. Ist doch gut matschig. Hat mich auf den ersten Metern getäuscht. Aber ich würde sagen, es war schon deutlich schlimmer. Von daher, weiter geht's auf die Trails. So, hier kommt ein kleiner Sprung. Kleiner Seat Grab. Und, oh, das sieht auch ziemlich nach Death aus hier. Oh, aber nicht zu viel bremsen. Und dann hier. So, Leute, jetzt fahren wir den neuen Trail, den es hier gibt. Den geht es erst seit ein paar Wochen. Vielleicht einen Monat, wenn es hochkommt. Schön die Highline erwischt hier. Da steht's Wasser. Highline, nicht abputzen, danke. So. Jawohl. Geil. Oh. Leck mich am Arsch. Was ist da passiert? Das war mal gar nicht geplant. Okay, hier sind sie komplett abgeslidet. Hier muss man auf jeden Fall was tun, damit es hier besser wird. Highline. Hier sind harte Rods schon drin. Hier sind sie auch komplett abgeslidet. Ich weiß nicht, was sie. So, den erkennt er wieder. Mal gucken, nicht der Baum wieder bremst. Nein, diesmal nicht. Jo, servus Leute, hat jetzt angefangen so ein bisschen irgendwie komisch zu schneien, also ganz komisches Wetter heute. Ihr seht es hier auf dem Holzstapel vielleicht, da ist es schon so, ja, yeah, ein paar Körner Schnee, kann man keinen Schnee nennen, auf keinen Fall, aber für das, dass vor 3 Tagen 10 Grad hat, seht
Ich fühle mich fast wie im April. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich habe mein Rad hier mal vor den Holzstapel gestellt und auf YouTube habt ihr es noch gar nicht mitgekriegt. Und zwar fahre ich neue Bremsen auf meinem Rad. Und zwar Shimano Saint. Vorne und hinten mit 200er Scheiben. Genau, neue Bremsen auf dem Rad. Meine Magura braucht einfach eine Revision. Die ist jetzt anderthalb Jahre gefahren und die braucht einfach mal einen Service. Die Geber müssen eingeschickt werden und so. Und genau, deshalb fahre ich jetzt erstmal Shimano Saint auf dem Rad. Was hat sich noch geändert? Ich habe eine neue Sattelstütze. Die andere hat einen Geist aufgegeben. Jetzt One-Up 180 mm. Passt perfekt für meine Körpergröße im Pivot Firebird in M. Bin so 1,80 groß. Genau, der Hebel auch von One-Up, also dieses Set habe ich gekauft. Und was auch neu ist, ist dieses One-Up EDC Tool. Ich hole es mal raus. Geht ein bisschen schwer bei mir. Gibt es jetzt auch für die Fox 38. Ich habe das ein bisschen gepimpt mit Isolierband, damit es besser drin hebt, beziehungsweise gar nicht klappert und unten noch einen zweiten Anliegepunkt hat. Deshalb sieht es ein bisschen komisch aus. Passt jetzt auch in die Fox 38. Leider nur mit dem kleinen, ich sag jetzt mal, Verstauraum da unten, den man dran schrauben kann. Also der große passt nicht in die Fox 38 rein, nur in die Fox 36, aber im One-Up-Tool in dem neuen. In dem schwarzen ist, wie gesagt, die kleine Hülse für die Fox 38 schon dabei. Und ja, genau. Ich habe da unten drin dieses Teil zum Salami in Reifen reinstecken, dieses Salami Tire Plug. 5 Salamis und einen 10-Euro-Schein oder Geld halt auf jeden Fall. Genau, also es geht doch einiges rein, zwar ein bisschen tricky, muss man alles ziemlich klein zusammenfalten und dann ganz eng rollen, dann funktioniert's. Aber ich habe auf jeden Fall alles drin, was für mich wichtig ist. Wer das One-Up-Tool nicht kennt, checkt es auf jeden Fall mal aus. Ist mega cool. Das soll jetzt keine Werbung sein oder so, aber ich finde es ein cooles Tool. Hat ein Kettenschloss und viele andere Tools noch. Genau. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch ein paar Shots von dem Ding und dann geht's weiter für euch auf die Trails. Let's go! So Leute, neuer Trail, ich würde sagen, so ein geht's. Hier oben ist es noch alles Pillepalle, aber gleich vorne an der Kante wird es relativ steil und technisch, deshalb halte ich jetzt meine Klappe und konzentriere mich aufs Trailfahren. Let's go! Oh, die Wurzeln sind gefroren, Hilfe! Ah, da wollte ich nicht lang. Egal. Slippery. Okay, überlebt. Jo Leute, ich fahre gerade heim. Ich hoffe, ihr hört mich bei dem Wind. Das war's für dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das nächste Mal gucken wir mal, dass wir wieder irgendeine Strecke oder sowas auschecken. Wenn ihr da drauf Bock habt, dann schreibt mal in die Kommentare, wo ich hinfahren soll. Irgendein legaler Spot oder so, wo ihr ein Video sehen wollt. Ich bin für heute raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal. Haut rein, Leute. Ciao.